Das kann ja nicht nur daneben gehen. Das könnte ein guter Vortrag werden und dann auch noch so viel Beifall. So, jetzt muss ich hier mal das Handy ausmachen. Vielleicht machen Sie jetzt. So. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend in der Schweiz sein kann. Die Schweiz ist ein wichtiger Nachbar für Deutschland, weil sie von dem Unsinn, den die Europäische Union verzapft, noch nicht so stark heimgesucht ist, natürlich wie die Mitglieder. Das heißt, für die Schweiz ist noch erheblich mehr Hoffnung. Ja? Und ich bin deswegen gerne in der Schweiz, weil ich dann denke, wenn man da frühzeitig anfängt, von dem deutschen Unsinn zu lernen und von dem der Europäischen Union, dann hilft das vielleicht noch. Ja? Das wäre doch toll. Ich finde es auch ganz begeistert, dass so viele junge Leute da sind. Denn wenn Sie anpacken, man braucht eigentlich in einem Staat, sage ich mal, nur 100, können die Leute hin. Geht das? Nur 100 entschlossene Leute. Das heißt, mit 100 entschlossenen Menschen, möglichst gut verteilt, aber nicht notwendig, kann man etwas reißen, ja, kann man etwas verändern. Und darum geht es eigentlich hier. Es geht tatsächlich um notwendige Veränderungen. Das werden wir sehen. Der Vortrag ist extrem lang. Ich habe einige Folien rausgeschmissen. Ich habe den vor einer Woche schon mal gehalten, woanders. Und da war er zu lang. Der ist immer noch zu lang. Jetzt müssen wir da durch. Damit sozusagen das Verständnis für diesen ganzen komplizierten Wahnsinn leichter wird, habe ich immer da, wo unsere liebe Finanzmafia betroffen ist. Das ist nicht ein Ausdruck, den ich mir ausgedacht habe. Ja, nicht, dass ich da auf falsche Gedanken komme, dass ich so ein Revolverheld bin oder so, sondern das ist der Buchtitel eines sehr interessanten Buches, das Dr. Wolfgang Hetzer geschrieben hat. Das beruhigt schon mal, Doktor. Ja. Aber das andere, das beruhigt noch viel mehr als dieser Doktortitel, nämlich, der Mann ist Abteilungsleiter im Europäischen Korruptionsbekämpfungsinstitut OLAF. Das ist ja übrigens auch heute noch, nach dem Erscheinen des Buches. Ja. Also das ist schon was Besonderes, das Buch ist toll. Ich habe die ersten Seiten davon gelesen und mit Befriedigung und Erstaunen festgestellt, dass der Mann, den er da nach allen Regeln der Kunst verreist, ein gewisser Peer Steinbrück ist. Wegen seines, wie soll man sagen, umtriebigen und undurchsichtigen Dealens mit den Banken. Ja. Also immer wenn die Finanzmafia betroffen ist, habe ich so ein rotes Ausrufungszeichen durch den Vortrag gesetzt, heute Mittag. Ich dachte, ich muss Ihnen irgendwas anbieten, was Ihnen hilft. Wenn Sie also nach Hause gehen, ich habe mal gehört, man merkt sich 2 oder 3 Sachen pro Vortrag. Wenn Sie sich also das Wort Finanzmafia merken und dass die überall mit drinsteckt, dann haben wir schon viel gewonnen. So. Jetzt muss ich eine persönliche Einführung machen. Hier, das ist ein bisschen her, da sitze ich dann mit meinem üblichen Afghanistan-Bart behaftet bei dem afghanischen Vizepräsidenten Khalili. Und da unten, das war der erste Ministerpräsident des Irak, nachdem unsere amerikanischen Freunde da einen freundlichen demokratischen Ausflug gemacht haben, im Jahr 2003, mit einer sogenannten Koalition der Willigen. Wir gucken hier ganz kurz auf Schlaglichter zu verschiedenen Ländern. Wir gucken uns mafiös strukturierte Kartelle an. Ich werde das an 3 Merkmalen erläutern, was eigentlich eine Mafia ist und welche Kennzeichen die hat. Und schließlich die Aussicht. Ja, die Aussicht. Das ist immer sehr wichtig, finde ich. Also ich mache überhaupt keine Vorträge ohne Aussichten und Lösungsbeispiele, weil meckern kann jeder. Ja, ja, also als Regierungs- und Unternehmensberater bin ich in einem kühlen Grunde besonders dann gut, wenn es schwierig wird, ernst und blutig. Und auch, sagen wir mal, wenn einzelne Partner meiner Gespräche sich untereinander nicht verstehen. Ich habe Marketingstrategie hier in Basel studiert, allerdings fanden die Kurse hauptsächlich im Rheinland statt. Hier in Basel waren wir nur einmal, deswegen kenne ich die Stadt nicht. Und ich glaube, auch heute wieder geht sie außer schönem Wetter an mir vorbei. Dann zunächst mal als junger Mann Sinologie und Romanistik. Hier sitze ich mit dem vorletzten Präsidenten des Irak, mit dem Kurden Talabani, den ich sehr schätze, persönlich sehr schätze. Guter, anständiger Mann.
Beratungen, Regierungsberatungen habe ich gemacht in Pakistan, Afghanistan, Iran. Davon kann ich natürlich nicht so sagen, viel erzählen, das soll man ja nicht. Bei der Bundeswehr war ich einziger Coach, anderthalb Jahre lang für das Fach Landeskunde Afghanistan. Und zwar für ausgewählte Führungskräfte unserer Bundeswehr-ISAF-Truppe. Also Leute, die letztlich mit dem Lehrstoff, den sie dann hatten, auch ihren Kopf hinhalten mussten. Gastdozent war ich am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, IFSH der Hamburger Uni, und habe mit den Studenten meinen Friedensplan für Afghanistan teilweise bearbeitet, den ich dann später veröffentlicht habe, und von dem eigentlich alle Afghanen gern was wissen wollten, also die Karzai-Regierung, die Taliban, Leute in der Verwaltung, nur interessanterweise die NATO, die hat das Ding erst verrissen und dann totgeschwiegen. Ich habe drei Bücher geschrieben zum Thema Afghanistan oder Pakistan und plane eins für Palästina und komme nicht dazu. Ich weiß nicht, wenn das so kriegerisch weitergeht, werde ich wahrscheinlich noch länger nicht dazu kommen und irgendwann frisst mich mein Verleger. Wir gucken auf die Ukraine. Ja, was haben wir da? Manche sagen ja Bürgerkrieg. Aber ich frage mich, ob das ein Bürgerkrieg ist, wenn die eine Seite eine Armee hat und die andere Seite muss sich ihr Zeug zusammensuchen und überfällt schließlich Kasernen in größeren Zahlen. Und vielleicht gibt es auch noch mal das ein oder andere Goodie aus Russland. Aber das ist halt doch ein großer Unterschied. Also nenne ich das einen internen Unterdrückungskrieg. Ein Unterdrückungskrieg, bei dem nicht eine andere Nation beteiligt ist, direkt, indirekt schon natürlich. Alle NATO-Übungen überlappen jetzt. Im September. Ungefähr 14.000 NATO-Soldaten sind beteiligt. Ich weiß nicht, wie viele Übungen es sind. Ein flottes Dutzend. Nicht angenehm. Der längste NATO-Gipfel, den habe ich eigentlich als einen Triumph Putins empfunden. Denn er hatte es nicht nötig, mit den Herren zusammen da herumzuschwitzen auf der Tagung und hat sie trotzdem beherrscht. Die Dinge, die Putin in diesen zwei Tagen gemacht hat, haben den gesamten Gipfel sozusagen strukturiert. Man war eigentlich angetreten, um harte Maßnahmen direkt aus Brüssel zu bekommen, am Freitag ratzfatz zu beschließen und fertig. Und das hat nicht geklappt. Das hat deshalb nicht geklappt, weil plötzlich der Poroschenko auftrat und sagte, ja, ich habe jetzt in den letzten Nächten ein bisschen mit Putin telefoniert, wir haben uns irgendwie geeinigt. Der ganze Laden lag erstmal flach. Großes Erstaunen. Großes Erstaunen vor allen Dingen natürlich bei Obama. Der dachte nämlich, Poroschenko sei in seiner Tasche. Und er hatte ihn ja auch gebrieft oder briefen lassen. Nicht? Wir wissen das immer, wenn hohe amerikanische Offizielle nach Kiew reisten, gab es hinterher irgendeinen Überfall der Kiewer Truppen auf die Menschen irgendwo im Osten. Oder es gab ein Bombardement oder sonst irgendwas. Also es musste immer ein Ami anreisen und dann krachte es wieder. Das ist also dreimal passiert. Und jetzt sollte also ein Siegel drauf gemacht werden mit diesem NATO-Gipfel. Und das mit den Siegeln klappte nicht so richtig. Um nicht vollkommen als Kriegstreiber dazustehen, musste sogar Herr Obama erklären, er sei auch bereit, alle Sanktionen zu streichen, wenn Russland Frieden macht. Ich meine, die Formulierung ist eine Unverschämtheit, weil wir haben ja 25 Jahre lang Druck auf die russischen Grenzen seit Ende der Sowjetunion durch wen? Durch die USA und die NATO. Also die Formulierung ist eine reine Polemik. Wir haben hier parallel einen globalen Kampf um die Meinungsführerschaft bei den Menschen. Da geht es um Medienmacht. Völlig klar. Da reden wir nachher noch drüber. Das ist nicht locker. Und hier gelingt es Russland allerhöchstens, wie soll man sagen, einen ausreichenden Grundzweifel zu säen. Mehr nicht. Und auf meiner Facebook-Seite versuche ich, wie soll man sagen, durch vernünftige Quellen und etwas besseres Nachdenken, bestimmte Dinge erklärlich und plausibel zu machen, inzwischen mit einem ganz guten Erfolg. Wir hatten offiziell 400 Söldner der Firma Academy in der Ukraine vor ein paar Wochen. Das ging auch durch die großen Medien in Deutschland und anderswo. Das war also zugegeben auch. Ich glaube, die Zahl ist falsch. Ich denke, das wird eher höher liegen. Wir haben auch nach den Aussagen, können Sie an mir vorbeigucken so ein bisschen? Wir haben auch nach den Aussagen der selbsternannten Volksrepubliken im Osten des Landes etwa 1.000 bis 4.000 russische Soldaten. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass sie da, wie soll man sagen, antreten und dann heißt es Marsch, sondern da sind viele Freiwillige darunter,
Leute in Urlaub oder sowas, das wird hier in den Medien belächelt. Das ist aber keineswegs so lustig. Die lassen sich beurlauben. Wir werden uns nachher noch mal so ein paar Sachen angucken, die die Bundeswehr macht, von denen der Bundestag nichts weiß. Aber das sind die Dinge, die da passieren. Und ich denke, dass das eine wertvolle Bereicherung dieser, man sagt auf Englisch so Ragtag, ja, so eine etwas zusammengewürfelte, nicht so ganz toll ausgerüstete Truppe der Volkswehren. Und einer der wichtigen Kommandeure ist ein Herr Strelko, das ist ein Alias, der heißt eigentlich Girkin, ist ein russischer Oberst. Und er hat vor anderthalb oder zwei Jahren bei einer Tagung sehr wesentliche Dinge genau zu der Art von Kriegführung geäußert, das ist alles, kann man googeln, die er heute tatsächlich auch in der Ostukraine durchführt. Sehr interessant. Ein mutiger Mann, denn ich kann mir vorstellen, dass es ein paar ganz tolle Tüftler gibt, vor allen Dingen mit Sitz in den USA, die sich gerne überlegen, wie man den in Urlaub schickt. Frühjahr 2013 haben die Polen den rechten Sektor auf ihrem Gelände trainiert. Kampfverbände waren das. Das waren Leute, die nachher so kunstvoll den Maidan aufgemischt haben, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mit der Polizei Mitleid hatte. Ja, als ich sah, was die da so erdulden mussten. Das ist mir noch nie passiert, das werde ich nicht vergessen. Und heute weiß ich natürlich, dass das gerechtfertigt war, denn die standen einer absolut ekelhaften faschistischen Killertruppe gegenüber. Und wenn Polen die trainiert, dann müssen wir einfach in der Sachkenntnis der Verwaltungswege und der Dinge davon ausgehen, dass die Staatsstreich planende politische und militärische Energie aus der NATO kam. Es ist keine Washingtoner Privatidee, sondern die NATO hat letztlich von innen heraus mit einer sogenannten Demo einen Staatsstreich organisiert in der Ukraine. Und das ist ja nicht der erste Staatsstreich, sondern das ist ja schon der zweite. Der erste war ja 2004, diese berühmte Orangene Revolution, wo auch unbefangene, unpolitische Beobachter sich wundern, wieso diese Typen alle so genial gleichartig ausgerüstet sind mit Fahnen oder irgendwelchen anderen Protestgegenständen. Und das ist alles orange. Ich meine, wer eine Demo kennt, die wirklich von Menschen gemacht wird, ohne dass jemand dahinter sitzt mit ein paar Millionen und finanziert das, der braucht sie einfach nur unsere Demos hier anzukommen. Ja? Die sind kunterbunt, jeder malt seinen Kram selber, es gibt diese Farbe, jede Farbe, da ist überhaupt gar keine richtige Kampfstrategie dahinter und sowas. Das ist mit Sicherheit eine Schwäche, aber auf eine gewisse Weise ist es auch schlicht glaubwürdig und dann eine Stärke. Das war das hier in der Ukraine nie. 5 Milliarden hätten sie in die, wie nennt man das, im Auswärtigen Amt, also State Department in den USA, Beziehungspflege zur Ukraine investiert, sagt die berühmte FU Victoria Nuland vom Staatssekretärin im US-Außenministerium, habe also die USA investiert. Wenn aber das Auswärtige Amt schon zugibt, dass durch ihre Budgets solche Summen geflossen seien, müssen wir davon ausgehen, dass ein mindestens gleich hoher Betrag geflossen ist auf ganz anderen Kanälen, über die zu reden von Newland schlicht dienstlich verboten ist. Ja. So, das ist das. Und wir haben Großbestechung an Machtträger seit 25 Jahren. Wir haben Fracking-Verträge abgeschlossen, 2013 noch in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, Shell war die Firma, die das meiste abbekommen hat, an den Verträgen. Und sehr viel Geld beiseite geschafft hat mit Sicherheit der eine hochunehrenhafte Herr Kovic. Ein Kleptokrat, hat mal jemand gesagt. Ja, das ist gar nicht so falsch. Aber die Frage ist, ob er der Schlimmste ist. Und die Frage ist, was klaut die Truppe, die jetzt dran ist? Wenig kann das ja nicht sein, denn sonst würde man ja so einen, Entschuldigung, Mist nicht machen. Oder hat jemand von Ihnen unheimlich Lust, die Ostschweiz zusammenzuschießen oder so? Ich weiß es nicht, wenn sie irgendwie unbotmäßig ist und macht was mit Herrn Blocher oder gegen Blocher oder wie auch immer. Kurz und grün, wir gucken uns die Konsequenzen an, dieses Hin und Hers, das da passiert. In den letzten Jahren hat Russland immer wieder in den 90er Jahren klar gemacht, dass das Vordringen der NATO in ihrem Gebiet nicht geduldet wird.
Und so haben sie mitgeholfen, begünstigt, Gebietsabspaltungen von Gebieten, in denen die EU und die NATO durch Geld und Druck und Geheimdienste und offene Aktionen sich Einfluss verschafft haben, um den russischen Bären den Restwert, den größten einzelnen Restwert der Sowjetunion sozusagen auf den Pelz zu rücken. Ja. Und dann spaltet sich von dem kleinen Staat Moldova, spaltet sich dann eben hier Transnistrien ab mit der Hauptstadt Tiraspol. Ein kleiner Geländestreifen. Sie sehen schon hier, dass da die Ukraine daneben liegt. Das heißt, Russland kann eigentlich gar nicht direkt an Tiraspol, an Transnistrien heran. Die müssen über die Ukraine fliegen. Das ist nicht locker, denn die Ukraine hat gerade den Luftraum gesperrt. Also das sind so große Schwierigkeiten. Und dann haben wir hier Abchasien und Südossetien, soll mal vereinigt werden mit Nordossetien auf russischem Gebiet. Die haben sich beide von Georgien abgespalten. Mit freundlicher und diskreter Hilfe aus Moskau. Das sind jetzt also Streitigkeiten, die da zwischen der NATO existieren, auf der einen Seite und der EU, und Russland auf der anderen Seite. Fragen gibt es nachher? Nein, ich frage jetzt, wie es in die Folie liegt, ist es relativ schwierig, sich auf Russisch aufzubekommen. Diese Folien bekommen wir die nachher? Wird das dort aufgezeichnet? Das Ganze wird aufgezeichnet, Sie können das lesen. Wenn Sie Transnistrien und so merken, dann, das wird auf YouTube sein, da können Sie das alles nochmal verfolgen. So. Und was wir hier haben, ist im Grunde genommen ein Dauerbürgerkrieg oder interner Unterdrückungskrieg und ein Gaspreiskrieg in der Ukraine. Denn die Russen sagen mit einem gewissen, wie soll man sagen, also ich kann das nachvollziehen, das ist ein ganz mieser Kunde, der nicht zahlt. Wir haben immer diese Mahnung und die Postgebühr dafür und so, das bringt nichts. Ich mache manchmal dumme Witze, ja, damit sich dran gewöhnen. Und wir wollen auch die Ukraine nicht mit den gleichen, eher partnerschaftlichen Preisen bedienen, die wir zum Beispiel für die EU haben. Also diese Energiepreise sind alle politische Preise, muss man ganz klar sagen. Wenn die USA die ganze Welt mit Öl und Gas versorgen würden, wäre da vielleicht noch was anderes los, als wir es heute haben. Ja, davon kann man einfach ausgehen. Und worum es in diesen drei Republiken geht, ist immer Blockade, Unterwanderung und Umsturz. Das versucht jetzt also NATO und EU in diesen drei Gebieten zu machen, um das von Russland wieder zurückzuziehen. Und Russland versucht, die zu halten und die anderen Staaten zu destabilisieren. Unter dem Tisch ist hier ein Hauen und Stechen, ein Füße treten und Auerschreien ungeheuer. Bulgarien soll jetzt also die South Stream Pipeline von Russland verhindern. Da hat also die EU gerade wieder zugeschlagen mit irgendeiner komischen, selbst erfundenen Regel. Und Finnland und Slowakei lehnen trotzdem NATO-Vordringen ab. Das sind jetzt einfach so die Highlights der letzten Wochen. Und wir haben klar einen NATO-Aufmarsch, insbesondere seit dem Gipfel, nicht? Estland, Lettland. Da läuft jetzt so einiges. Die fahren ins Schwarze Meer ein, nicht? Black Sea da unten. Hier sehen wir das. Und worum es jetzt geht, das ist dieses kleine Ding hier, das sogenannte Asowsche Meer. Das ist zu erreichen durch die Meerenge von Kertsch. Jetzt sieht es aber so aus, dass die Meerenge von Kertsch in russischem Besitz ist. Das ist in russischem Eigentum und das ist in russischem Besitz, will ich mal sagen. Ja. Wer den rechtlichen Unterschied kennt. Und Mariupol, die jetzt umstrittene Stadt, liegt ungefähr hier. Und jetzt haben also die Volkswehren, die hier sitzen, die krallen sich in den nächsten Stunden vermutlich diese Stadt Mariupol. Wenn jetzt also die Gesamtküste in russische Hand käme, hätte man eine Landverbindung auf die Krim, das ist strategisch sehr wichtig, denn es kostet einige Milliarden, über die Meerenge von Kertsch eine Brücke zu bauen. 3 oder 4, sowas ähnliches. Putin weiß das. Und natürlich, wenn alles hier russisches Gebiet ist, ist das ein russisches Meer und dann kann eben keine US-Fregatte mehr einlaufen. Das ist auch nicht völlig unwichtig. Darum geht es da. Im Prinzip ist eben die Kernfrage in den ganzen Hauen und Stechen, schafft es Europa gegenüber der USA mehr Selbstständigkeit zu bekommen? Denn Sie können sich ja vorstellen, überlegt mal, Sie haben einen ganz engen Freund, der wohnt in Zürich. Und dieser ganz enge Freund, der sorgt dafür, dass Sie in Basel sich mit Ihrem Nachbarn streiten.
Irgendwie fragen sich natürlich schon, was der Ärger soll und ob sie sich wegen ihrem Zürcher Freund unbedingt mit dem Basler Nachbarn streiten müssen. Wir sagen ja auf Deutsch, das Hemd sei einem näher als die Hose. Ja? Also im Prinzip geht es doch darum, die USA pushen die Europäische Union mit lauter hochkorrupten Regierungen, mit Russland Ärger anzuzetteln. Und diese Art Dinge helfen uns gar nicht, denn Europa hat eine Veredelungsindustrie, also Macht aus Rohstoffen, Gold sozusagen, oder Geld, und Russland hat die Rohstoffe. Das wäre eine wahnsinnig gute Kombi. Das ist aber gerade genau das, was die USA stört. Kennt jemand die drei Gesichtspunkte, die der erste NATO-Generalsekretär Lord Isley von sich gegeben hat zur Gründung der NATO, warum die NATO überhaupt gegründet wird? Damit Russland draußen, Amerika drinnen, ja. Deutschland unten bleibt. Ja, danke, super, die wissen Bescheid. Ja. Keep Russia out heißt das auf gut Deutsch. Ja. Keep America in und keep Germany down. Das war's. Und ich saß jetzt gerade mit einem sehr netten Diplomaten zusammen in so einer Tagung, der das Deutsch-Russische Forum als Präsident geleitet hat, wunderbar. Und er sagte der Versammlung, die eigentlich nicht wegen der Tatsache, sondern wegen des Redners so erstaunt war, der war nämlich ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau, der hat gesagt, dieses Wort von Lord Isley gilt heute. Er hat nicht gesagt, heute noch, oder es galt die ganze Zeit, sondern er hat gesagt, es gilt heute. Und das ist völlig korrekt. Das gilt heute. Das ist das, und hier habe ich Türkei und Frankreich aufgeschrieben. Warum mache ich zum Beispiel Ausrufezeichen wegen Finanzmafia an die Pipeline? Weil es für die Finanzmafia und für Washington, die Hauptstützmacht militärischer Art für die globale Finanzmafia, darum geht, dass alle Energie-Rohstoffströme in Dollars abgerechnet werden. Anders kann man diese Rosenknopfwährung nicht mehr stützen. Man musste sogar Libyen überfallen, weil der Gaddafi vorhatte, einen Golddinar zu machen und sich währungsmäßig völlig abzukoppeln. Das ist sozusagen ein selbstgemachtes Todesurteil in Washingtons Augen. Problem ist, wie soll man so als Amerikaner Paris bombardieren? Ja? Das ist das letzte Mal vor einiger Zeit geschehen. Und unter diesen Umständen ist das also für Washington hochernst, was sie da machen. Und Türkei und Frankreich haben etwas gemeinsam. Weiß jemand das? Auch im Finanzsektor. Ja, das ist der Plan. Es geht tatsächlich darum, dass beide Länder, und Frankreich und die Türkei, sind NATO-Länder. Das ist sozusagen ein Tritt unter Freunden. Und zwar ein tödlicher. Denn der Dollar als Weltleitwährung ist gefährdet. Das ganze Dollarsystem steht vor dem Crash. Und das hier ist ein ganz hochernster Akt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, warum komischerweise der Präsident Hollande und der neue Präsident Erdogan in den Medien nicht so super gut vorkommen. Können Sie sich da denken, woran das liegen könnte? Sehr interessant. Der Hollande ist kein toller Typ. Ich glaube seiner Ex-Frau, dass er dumme Witze über arme Leute gemacht hat. Ja? Der Erdogan ist auch ein bisschen korrupt, gell? Das weiß ich. Das weiß ich von Augenzeugen und so. Aber das macht sie noch nicht zu schlechten politischen Führern. Das heißt nur, dass sie ein etwas problematisches Verhältnis mit Ehrlichkeit haben. Aber bei unseren Politikern, ehrlich gesagt. So, die Konsequenzen, beide Seiten, sowohl, das ist übrigens eine der neuesten Karten von der Ostukraine, hier ist Mariupol, das ist Donetsk, das ist Lugansk. In Lugansk kracht es zurzeit, in Donetsk auch. Und in Mariupol auch. Alle großen Städte sind auf irgendeine Weise unter Beschuss von irgendeiner Seite. Der Waffenstillstand hängt am seidenen Faden. Wir werden in den nächsten Stunden erleben, ob er hält oder nicht. Mit anderen Worten, ob weitere nächtliche Flirtaktionen zwischen Putin und Poroschenko, PP, Plisch und Plump, ob das hilft, ja, oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Beide Seiten arbeiten mit Mafiatruppen. Ein wichtiger Mafioso mit eigenen Truppen auf der Kiewer Seite ist Kolomoyski, interessante, schillernde Figur, Bankengeschäfte, israelischer Pass, Schweizer Wohnsitz. Ja. Können Sie mal besuchen gehen? Können ihm sagen, was soll der Mist? Ja? Die zivile Verwaltung leidet,
Wir haben schwere Zerstörungen und anders als die UNO glaube ich eher an eine Zahl von 1,5 Millionen Flüchtlingen. Beides, intern, extern. Wir haben wirtschaftliche Strukturreformen verzögert, die dringend notwendig wären in der Ostukraine, wo nämlich sehr viele schlicht uralt sind, marode, Geschäftsmodell stimmt nicht mehr, da ist viel Arbeit nötig. Aber zurzeit wird ja geschossen. Und schließlich, Russland ist ja nicht ein Staat, bei dem die Verwaltung nun wirklich ein weltweites Saubermann-Vorbild ist. Das heißt, die haben auch ein Problem, dass sie eigentlich am Beispiel Ukraine auch beweisen müssten, dass sie diese Verwaltungsprobleme, die sie haben und notfalls eben auch in die Ukraine mitbringen, dass sie diese Probleme in den Griff bekommen können. Dieser Beweis steht aus. So. Globale Konsequenzen. China hat einen 30-Jahre-Vertrag mit Russland gerade geschlossen zu 10 oder 20 US-Dollar pro Einheit günstigeren Preis, als die Europäische Union bekommen hat. Das sind wenige Prozent, also nicht ungeheuerlich viel. Der Iran steht dazu, ein riesiges Geschäft zu machen, 25 bis 28 Milliarden US-Dollar Austausch von iranischen Rohstoffen gegen russische Industrieprodukte. Der Einstieg Russlands in das hochlukrative Veredelungsgeschäft, ja, nämlich von Rohstoffen zur Industrieware. Sehr wichtig, rotes Ausrufungszeichen, ganz klar, weil Waffenmacher verdient nichts, ja, wenn die einen Austausch machen, keine Verdienste. Sowas war früher schon, ich sage es mal bei Adolf, ein Kriegsgrund. Das ist ein Kriegsgrund gewesen, solche Tauschgeschäfte. Das mag die Bankenmafia nicht. Dann haben wir China und Japan, die haben Konkurrenz gemacht in Moskau, macht doch den Vertrag mit mir, Putin. Und Putin hat gesagt, ich befreunde, ich mache mit beiden von euch Geschäfte, und zwar getrennt. Es gibt zwei Verträge, nicht einen japanischen mit für China und nicht einen chinesischen mit für Japan. Er lässt sich da nicht die Karten aus der Hand nehmen. Es gibt ein Wettrüsten in der Arktis. Russland zieht nach. Ja? Unsere Medien stellen das gern anders dar, aber so ist es leider. Und dann haben wir hier Shanghai Cooperation Organization, BRICS, Eurasische Union, ALBA, die rücken alle zusammen. ALBA ist diese wunderbare südamerikanische Koalition, die der gute alte Chavez, Gott hab ihn selig, aus der Taufe gehoben hat. Ja? Das ist was sehr Wichtiges für Südamerika, gerade im südamerikanischen Hinterhof der USA. Eine ganz wichtige Staatenvereinigung. Und das BRICS-Bankprojekt, einige Wochen erst alt, ist der Todesstoß für die globale Finanzmafia. Ganz eindeutig. Putin ein wesentlicher Treibsatz davon, China und Indien dabei, die westliche globale Finanzherrschaft wird dieses Projekt nicht überleben. Davon kann man jetzt schon ausgehen. Die Frage ist nur, wann ist der Crash? Das ist alles, worum es geht. Und wieder, und natürlich hier auch Finanzmafia-Interesse, wieder heißt es für Russland Bewältigung der heimischen Herausforderungen. Hoch prioritär. Ganz wichtig, dass sie damit klarkommen, schaffen Rechtssicherheit für ausländische Kapitalgeber in Russland. Ganz wichtige Geschichte. Gut, wir gucken auf Syrien. In der Länderliste hat die Wiederwahl hoch gewonnen. Warum ist das Finanzmafia-Wirt sein? Das Land hat Öl und Gas. Tolle Durchleitungsvertrag mit Iran. Sollte, wenn die USA oder ihre Freunde dort zu sagen hätten, selbstverständlich in den grünen Hosenknopf wäre und abgerechnet werden. Wird aber nicht. Ja? Solange Assad da ist, wird er andere Modelle finden. Und das gefällt denen gar nicht. Dass er gewinnen würde, war eine CIA-Vorhersage. Und er hat was extrem Zynisches, aber auch sehr Geschicktes gemacht. Er hat nämlich einfach diese radikalen Islamisten mit diesen scharfen Küchenmessern. Die hat er einzelne Gebiete regieren lassen. Die hat er so regieren lassen, dass die syrische Opposition von jeglicher Opposition gegen ihn geheilt war. Vielleicht haben seine Berater gesagt, geheilt entlassen. Gell? Das ist also hochirre eigentlich, was da in Syrien gelaufen ist. Die Islamisten waren interessanterweise im Frühjahr Verlierer. Da hatte Assad sie vollkommen an die Wand gedrängt. Und plötzlich kommen die zurück in einer ungeheuerlichen Stärke. Fast der gesamte Norden des Landes gehört ihnen, gerade wichtigen Flughafen erobert und so weiter. Total toll. Die Kurdenstrategie war zunächst mal ein ganz toller Geniestreich von Assad, um sich gegen die islamistischen Milizen zu wehren.
Und jetzt erweist sich das als Bumerang für die ganze Region und vier Staaten, in denen die Kurden leben. Syrien, Iran, Irak, Türkei, von denen sie Gebiete hätten haben wollen, wenn man ihnen erlaubt hätte, ihren Staat zu gründen, den sie verdienen. Das ist das Problem. Aber nicht von Amerikas Gnaden, nicht mit vorgehaltener Waffe, nicht gegen die ganzen Nachbarn. Wer gegen die ganzen Nachbarn Staaten gründet, welches besonders prominente Beispiel besprechen wir gleich, Israel, der sät Krieg statt Frieden. Würde man das den Kurden gönnen? Nein. Wir wollen einen konsensualen Weg in einen eigenen Kurdenstaat. Und ich kann jedem Kurden, und ich mag sie gerne, nur raten, so lange zu warten. Und das Thema freundschaftlich einzutüten und nicht gewaltsam. Ein Staat, der mit dem Gewehr gegründet wurde, hat ein hohes Risiko, dass er auch mit der gleichen Maschine ums Leben kommt. Israel sagt, der Krieg kann auch Jahre dauern, den die USA eben angezettelt haben und haben das Geld in Jordanien nicht, wie erklärt und sogar durch kritische Websites geleakt, für irgendwelche gemäßigten Muslimtruppen in Jordanien und deren Training ausgegeben, sondern genau für die radikale IS. Das ist schon völlig irre. Und jetzt bietet IS natürlich den Vorwand zum Eingreifen. Wo haben wir schon mal so eine Truppenausbildung gehabt und mannigfache Unterstützung seitens der USA, wieder unter einem anderen Geheimdienst? Ja, genau so ist das. Das ist Afghanistan. Da wurden die Taliban hoch aufgeblasen. Ja? Fünf Mann waren sie stark am Anfang. Das war eine Fünf-Mann-Truppe, als Mullah Omar den ersten Kinderschänder an den Baum hängte und hat sich dafür selber gelobt. Und dann hat man gefunden, das ist genau die richtige Truppe. Dann Pipeline-Knoten.com, Homs, Besitzerwechsel hin und her. Was Sie da sehen, ist nicht ein Flickerteppich, das ist Syrien und die vereinbarten Claims zur Ausbeutung von Bodenschätzen. Hammer! Und natürlich, wenn man diese ganzen Geschäfte neu machen will und will das alles neu verteilen, braucht man da die Macht. Also das ist vielleicht ganz gut, wir schicken mal ein paar von diesen dreckigen Billigmilizen hin. Eine wahnsinnige Politik. Die Iraner siedeln inzwischen in Syrien und die USA sind in Zugzwang. Ordentlich beherrschen können sie das dann vermutlich nicht, also reicht ihnen heute Chaos, da kommen wir später dazu. Ja, ISIS, ISIL, IS, 50 bis 100.000 Mann, hier ist eine Karte, Syrien, Irak, Iran und oben Türkei. Finanzierung mit internationaler Hilfe, klar, Bankensystem dabei, worum geht's? Die klauen Öl und Gas, wo immer sie auftauchen, und verscheuern das. Und das geht doch nur, wenn da gewiefte Abnehmer dahinter stehen, die auch rechtzeitig zuschlagen. Ein kleines Embargo gegen IS und die sind in 10 Tagen platt. Keine Frage. So, aber scheffeln sie Millionen und haben überall Bankkonten. Wie geht denn sowas? Bei Russland werden die Leute, werden denen die Konten eingefroren und IS darf die haben? Ich fasse es nicht. Ja. Und die Kurden, dass wir denen helfen, ist ein absolut illegaler Eingriff, eine von der UNO verbotene Einmischung in die inneren Verhältnisse von Syrien und Irak, ohne jeden Fall, und Türkei. Und dass wir jetzt auch die Kurden aufrüsten, das wird zu bewaffnetem Krach führen mit diesen vier Ländern. Weil die Kurdistan wollen, worum geht es hier wieder? Ein Kurdistan hätte die Finanzmacht hier natürlich sicher auf seiner Seite. Woher kommen die Waffen? Mit amerikanischer Hilfe und deren Verbündeten, wo sitzt die Finanzmafia? Dort selbst. Die haben null Verwaltungsfähigkeit, hatte ich gesagt. Katar und Saudi-Arabien streiten sich um Einfluss und Ressourcen. Saudi-Arabien ist wohl ein bisschen raus. Sie haben gelernt, dass möglicherweise IS als nächstes sich Saudi-Arabien vornimmt. Monarchie. Für Islamisten ein rotes Tuch. Und alle Verbündeten, die jetzt plötzlich kommen, was haben wir da gelesen, Tochter von Saddam Hussein und so weiter, sind alles Trittbrettfahrer auf Zeit. Die hängen sich da dran, weil sie sich auf diese Weise bei den Amis wie Kind machen wollen. Ganz, ganz banale Geschichte. Erfinden sie irgendwas Schlechtes, wenn es aus Washington kommt, hängen sich da dran und machen sie Karriere. Das ist so banal wie idiotisch und natürlich auch kurzlebig. Und auch hier in Katar und Saudi-Arabien herrscht die globale Finanzmacht. Da gibt es überhaupt keine Frage. So ist das. Ach so, ISIS nochmal ganz anders. Habe ich heute Nachmittag gefunden. Das ist eine Firma. Ich habe mich immer gefragt, warum hat man eigentlich ISIS umbenannt in IS?
Könnte sein, habe ich mir so gedacht, dass diese Firma gesagt hat, hey, das ist unsere Marke. Ja? Ich meine, die hängen ja auch eng mit der CIA zusammen und mit der amerikanischen Regierung. Die Dienstwege wären etwas kurz geworden. Hier Government and Corporate Security in Conflict Zones. Auch noch in Anführungszeichen. Das ist aber toll. Wie geht denn ein Konflikt in Anführungszeichen? Wer geht dann, wenn Amerika drinsteckt? Ja? Vorher ist es entweder Konflikt oder nicht. Aber Anführungszeichen ist was ganz Neues bei Konflikten. Okay, kleiner Scherz am Rande. Palästina, Israel. Die haben das Erstarken der Palestinian Authority nicht verhindern können und die machen Fortschritte bei der gemeinsamen Regierung. Da muss man sich die Perversion vorstellen. Die schließen sich also zusammen, Hamas und Fatah PLO, und dann sagt Israel, gut, dann machen wir keine Friedensverhandlungen mehr. Wie bitte? Das habe ich nicht ganz verstanden, wo da die Logik ist. Heißt das, nur wenn ihr schwach am Boden und zerstritten seid, verhandelt ihr mit euch im Frieden? Haben die dann Frieden im Sinn oder wollen sie nur von Gott? Das ist so die Frage, die sich mir dann stellt. Israel verliert inzwischen weltweit Sympathie. Gaza war so eine Art Zeitgewinn, den sie erkauft haben. Warum? Weil sie jetzt einfach ein paar hunderttausend Menschen damit beschäftigen, ihre armseligen Bevölkerung wieder zu errichten. Die Kaninchenställe, in denen sie da gewohnt haben. Das ist ja auch alles nichts Tolles. Und Kerry war immerhin so sauer über diese Absage der Friedensverhandlungen, weil das ein bisschen an seinem Ruf gekratzt hat, dass er von Apartheid gefaselt hat. Aber keine Sorge, der meint das nicht so. Der hat das gleich wieder zurückgenommen. Boykott, Desinvestment und Sanktionen. Das ist meiner Ansicht nach erprobt in Südafrika die einzige Sprache, die Israel wirklich versteht. Was kann man nicht anders sagen? Ich spreche als Deutscher. Als Deutscher haben wir eine ekelerregende Geschichte mit Juden hinter uns. Mit anderen Worten, Israel kritisieren heißt für mich, Lösungsmöglichkeiten auf den Tisch legen. Wie heißt die? Alle Friedensliebenden und an Mordtaten nicht beteiligten Israelis sollten die Chance haben, nach meiner Ansicht, bis zu einer Gesamtlosgröße von 2 Millionen aus Israel nach Deutschland einzuwandern. Das ist ein radikaler Vorschlag. Aber bei uns sind sie sicher. Ich glaube, die Deutschen haben inzwischen so eine Art angeborene Beißhemmung gegenüber. Das ist eigentlich positiv. Und deswegen glaube ich, diesen Vorschlag soll man machen, wenn man sagt, man soll gegen Israel vorgehen, wenn sie mit Palästina nicht Frieden machen können. Es muss einen Ausblick geben für Menschen jüdischen Glaubens außerhalb von Palästina. Damit dieser existenzielle, angstvolle Druck auf diesen Staat Israel aufhört, um Gottes Willen sich die Palästinenser irgendwie gefügig zu halten, vom Leib zu halten, zu unterdrücken, möglichst auszusiedeln oder was immer da die ganzen Modelle und Vorstellungen sind. Und das finde ich wichtig, dass das nicht die Alternative ist, wenn man an die Sicherheit jüdischer Menschen denkt. Da muss es noch was anderes geben. Sonst fahren wir immer wieder in diese Sicherheitsdebatte, die man in Palästina nicht gewinnen kann, weil Israel sich einfach verbrecherisch verhält. Das kann nicht recht werden, auch wenn man eine scheußliche Vergangenheit hat und als kleine Glaubensgemeinschaft weltweit sich bedroht fühlt. Weiterhin gibt es also Siedlungspolitik, Annäherung EU-NATO, Lobbyarbeit gibt es sehr erfolgreich, Diebstahl, Wasser. Gerade heute nach dem Kohlevortrag habe ich also bei Global Research gefunden, dass Israel einen 15 Milliarden Dollar Gasdeal plant mit Jordanien. Wessen Gas ist das? Wahrscheinlich das der Palästinenser. Wie nennt man das? Hehlerei. Ja? Und das Aushungern des Gaza-Streifens mit ägyptischer Hilfe ist natürlich was ganz Ekelhaftes. Dass man die Leute in einer so widerlichen Situation hält, dass sie irgendwann aufgeben, obwohl ihnen die historische Tragweite ihres Durchhaltens bewusst ist. Lassen Sie es uns klar gesagt sein, die gazanische Bevölkerung stirbt auf Kredit. Das heißt, sie stirbt in der Hoffnung, dass Menschen wie Sie und ich uns für ihre Rechte einsetzen, nachdem sie tot sind und durch ihren Tod, weil wir diese Massaker ablehnen. Fahren Sie jeden übers Maul, der in Nahost, in Palästina, von Krieg spricht, wenn es doch in Wahrheit um ein Massaker geht, meine Damen und Herren. Ein Krieg ist etwas, wo ungefähr gleich stark oder auch einer deutlich schwächer, wo aber gekämpft wird mit regulären Truppen und wo es ein, wie soll man sagen, Verluste auf beiden Seiten gibt, die man noch nebeneinander erkennen kann.
Wenn aber 2150 Palästinenser ihr Leben lassen müssen und ganze 67 Israelis und ein thailändischer Landarbeiter, dann habe ich das Unvermögen, das stelle ich fest, sprachlich, mein Mund möchte das Wort Krieg nicht sagen, weil das keiner ist. Das ist gelogen. Das ist genauso beschissen gelogen, wie diese Geschichte mit Arbeit macht frei in dem KZ. Ja? Arbeit hat die Menschen ins Grab gebracht, sie sind verreckt, Krankheiten und wurden getötet. Das ist die Wahrheit von Deutschland. Und die Wahrheit ist eben nicht, dass es sich bei diesem Bombardement auf dem Gazastreifen um einen Krieg gehandelt hat. Übrigens, die Firma SodaStream, für die Scarlett Johansson arbeitet, die übrigens in die Politik möchte, der lieber ihren Job bei der gemeinnützigen Organisation Oxfam aufgegeben, als aufzuhören, für SodaStream zu werben, die in besetzten Gebieten arbeiten. Aber jetzt wird sich SodaStream aufgrund des internationalen Drucks aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Selbstverständlich nicht unter Druck. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche, ganz normale Entscheidung. Ja? Nicht, dass das irgendeiner hier missversteht. Gut, das Massaker. Es gab Bewaffnung der Palästinenser, der Gazaner und militärische Kleinerfolge und internationalen Sympathiegewinn. Wer da nun gewonnen hat, entscheidet sich ex post nachträglich. Denn nur dann, wenn Israel einen Flug- und Seehafen zugesteht, hat sich doch in Wahrheit das Sterben gelohnt. Und ansonsten sitzt man unbeweglich im gleichen größten Freiluftgefängnis der Welt wie bisher. Und weil die Hamas glaubwürdig eigene Führungskräfte, das Privathaus des Regierungschefs von Gaza, geopfert haben, haben sie auch Sympathie gehabt, und das ist die Grablegung für drei Hamas-Funktionäre, die noch in den letzten Tagen von Israel gezielt umgebracht worden sind. Da sind die Straßen voll. Und das passiert nicht unter Druck. Ich war am Gazastreifen 2009 nach der Operation Cars Lead gegossen ins Blei. Das Vorlauf großer Massaker. Mit etwa 1400 Toten. Zu 13 Israelis und drei davon von den 13 sind durch Friendly Fire, durch das eigene Feuer umgekommen. Und hier spricht alles von Krieg. Schon das zweite. Fassung. Die lernen. Iran. Ich komme in Zeitnot, ich muss schneller machen. Worum geht's? Die USA wollen seit Jahren letztlich den Iran an seiner wirtschaftlichen Entwicklung hindern, wozu das Land selbstverständlich ein Recht hat. Jedes Volk auf der Welt hat das Recht, sich wirtschaftlich zu entwickeln, nur der Iran nicht. Warum? Sie machen einfach nicht, was Washington will. Also erfindet Washington eine atomare Bedrohung und tut auch noch überrascht. Dabei weiß Washington, nachweislich, das steht in meinem Pakistan-Buch, da ist es abgedruckt, dieses amerikanische Dokument, seit 1974, seit die Erlaubnis zum Bau einer Atombombe in Pakistan verhandelt wurde. Warum? Damit Pakistan den Widerstand gegen das Vordringen der kommunistischen Sowjetunion in Afghanistan aus eigenem Boden unterstützt. Das war der Deal. Und deswegen hat Pakistan heute noch die Bombe, obwohl die gar nicht mehr ins Freundschaftsraster der Amerikaner passt. So sieht das aus. Und die haben weitergeliefert, auch das von den Amerikanern bewusst, an X-Staaten, übrigens auch an Gaddafi. Nur der hat eben 2003 alles zurückgegeben. Hat ihm aber nichts genützt. 2011 haben sie ihn trotzdem erledigt. Ja? Wegen seines Golddinars und verschiedener anderer Unbotmäßigkeiten. Anti-amerikanischer Art. Nicht gehorchen heißt, das ist so ein bisschen das Thema in Washington. Ich finde das etwas einseitig, etwas langweilig und ich mache mich wütend. Wir haben kaum Hochanreicherungen im Iran. Wir haben einen Rückbau der Anreicherung schon heute. Und das ist das, was die Amerikaner wollen. Die wollen im Grunde genommen das ganze Atomprogramm stilllegen. Wenn sie das nicht kriegen, wollen sie es für ein paar Jahre stilllegen. Und jetzt geht es einfach nur darum, so viele Jahre wie möglich. Was erfinden sie? Sie erfinden IS und andere Druckmöglichkeiten auch auf den Iran, das hatten wir gerade gesehen, damit sie am Verhandlungstisch gefügiger werden. Nett, ne? Da sitzen sie sich gegenüber, in Genf oder sonst wo, machen da auch 5+1, Deutschland sitzt immer höflich lächelnd dabei, Washington sagt, dann sagt das so rum, dann sagen wir das so rum, sagt das andersrum, sagen wir das andersrum, wo der Sinn ist, weiß ich nicht. Und im Prinzip geht es ja immer nur darum, bremst die Iraner, solange es geht, so weit wir können, so stark unsere Gewehre, die wir auf sie gerichtet halten, wirken.
Die US-Firmen, wenn dann eine Einigung passiert, profitieren natürlich am meisten. Warum? Kraft höheren Gehaltes, nicht wahr? Kraft größerer militärischer Wassersuppe kriegen natürlich dann die amerikanischen Firmen die meisten Verträge. Das ist ja immer so. Es gibt noch Einzelgespräche und nach dem jetzigen Verhandlungsrahmen, das ist ja festgelegt worden, kann noch bis zum 20. Januar 2015 verhandelt werden, ohne dass man eine neue Vereinbarung zum Verhandlungsweg schließen müsste. Die Länder 5+1 versuchen aber jetzt irgendwann in den nächsten Wochen fertig zu werden. Absehbar ist das nicht, denn der Iran wehrt sich. Ich bin immer platt, wie unverblümt ich meine Ansicht sagen kann, wenn mich der iranische Rundfunk zum Interview anruft. Und die senden das, eiskalt. Ja. Konsequenzen, der Entwicklungsstopp, der wird auf jeden Fall nicht vollständig aufgehoben, das ist jetzt schon klar. Und das ging an einem Punkt so weit, dass Khamenei sich persönlich eingeschaltet und hat gesagt, wie viele Anreicherungseinheiten er braucht, um das genehmigen zu können, denn er ist der Letzte, der es genehmigen muss. 190.000 Zentrifugeneinheiten, fragen Sie mich nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist das weniger, als der Iran vorher hatte. Der Iran ist gespalten, Khamenei duldet keine gravierende Schwäche und sie haben nun die Idee, Washington auch schon geleugnet, sie könnten gegen IS zusammenarbeiten. Das aber will natürlich Washington überhaupt nicht. Die haben doch IS kostenpflichtig erfunden und unterstützen lassen, damit auch der Iran unter Druck gerät. Ja? Und natürlich der schiitisch beherrschte irakische Freund von Teheran. 86 Stützpunkte sind um den Iran verteilt, nicht so, dass also international der Witz kursiert. Wie aggressiv muss eigentlich ein Staat sein, damit er sein Gebiet direkt neben 86 amerikanische Stützpunkte legt? Und dann haben wir hier die Strategie des freien Schussfeldes. Man kann über Politik manchmal lachen, so beschissen wie sie ist. Und das heißt, eigentlich, bevor man den Iran angreift, wollte man Syrien kaputt machen. Allerdings ist das Land jetzt außenpolitisch ja durch diese gewaltigen Sorgen ziemlich stark neutralisiert, können also nicht mehr so richtig wirken gegen Israel. Und das reicht den Amerikanern vielleicht auch. Regime Change in Syrien ist inzwischen ein hübscher Traum geworden, weil alles, was nach Assad kommt, könnte für die Amerikaner schlimmer aussehen als Assad. Da muss man schon auch als Präsident eines Landes, der da rechtmäßig sitzt, auch wenn wir ihn vielleicht nicht mögen, relativ tief fliegen, um sogar die Amerikaner zu überzeugen. Ja, also einfach nur mal so, um die Realitäten und die Verhältnisse sich klar zu machen. Al-Sisi, das ist wahnsinnig, wie korrupt die Militärs in Ägypten sind. Das erinnert mich sehr an Pakistan, da kenne ich das also sehr intim. Das ist ja auch immer in eins von den Ländern, das ich beraten habe und ohne intensive Zusammenarbeit mit dem Militär, jetzt hätte ich an so eine Beratung gar nicht zu denken brauchen. Ja, keine Frage. Bei Pakistan existiert der Witz, dass eben normalerweise ein Staat sich Militär hält und in Pakistan ist es umgekehrt, da hält sich das Militär ein Staat. Und diese Tatsache ist ganz einfach, das Militär drückt und drängt in die freie Wirtschaft mit eigenen Firmen, das wird alles sehr kartellartig aufgebaut, ist rechtlich praktisch nicht angreifbar, die machen dann auch ziemlich, was sie wollen, kein Gericht wagt es gegen Militärs vorzugehen, wenn die mal verurteilt werden, weil sie irgendwas nicht so ganz sauber gemacht haben. Das ist ziemlich problematisch. Für Pakistan hilft dem Staat nicht, so nett ich manche von diesen Militärs ehrlich habe. Nette Freunde, bis heute guter Kontakt, aber diese Art Geschäftsgebaren hilft den anderen Menschen im Staat halt nicht und verzerrt die ganze soziale und wirtschaftliche Realität. Die Moslembruderschaft wird jetzt unterdrückt. Das ist ganz schlimm, das mündet in einen Dauerunterdrückungskrieg im Innern, wo haben wir das schon gehört. Die Finanzmafia ist hier beteiligt, weil eben dann die Finanzabwicklung, wenn es um Export geht, natürlich wieder in unserem hochbeliebten Dollar passiert. Wenn die Moslembruderschaft unterdrückt wird, die wollte ja genau sich enger an China anlehnen, große Gefahr, der Handel wird in Yuan abgewickelt und vielleicht in ägyptischen Pfunden oder sonst was. Finanzmafia nicht begeistert. Israel-freundliche Politik, Gaza aushungern, Rafah, Finanzmafia furchtbar begeistert, Gaza aushungern, super, weil Gaza auch kein Freund der Finanzmafia ist. Da sind ganz ekelhafte, holzschnittartige Verhaltensweisen und schon läuft das alles. Es gibt natürlich Intrigen gegen Palästina, die haben jetzt von den USA diese Mediatorenrolle im Konflikt mit Israel bekommen. Warum? Weil sie nett sind, sind unsere Schweine. Ja? Das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann haben wir keine Freundschaft mit China, das hatte Morsi sehr glaubwürdig angeschoben, ein außenpolitischer Befreiungsschlag,
Rappe folgte auf dem Fuße, kann man nur sagen. Er konnte sich nicht halten. Abhängigkeit von den USA, von arabischen Staaten, sozialer und politischer Stillstand, das ist sogar in den großen Mainstream-Medien zu hören, sowas und zu lesen. Das finde ich sehr erstaunlich. Da muss doch was dran sein, dass das nicht so toll ist. Jetzt kommen wir zu den Mafiosi, spät genug. Im Prinzip gibt es 5 wichtige Kartelle. Ich hatte Ihnen versprochen, ich sage Ihnen, was ist eine Mafia, wie ist die gekennzeichnet? Kriterien. Gemeinsame Verbrechen. Gemeinsam drüber schweigen. Und wer austreten will, erlebt seinen Austritt vielleicht gar nicht mehr. Das ist ein großes Problem. Also ich fordere ja in Deutschland den Austritt Deutschlands aus der NATO. Das halte ich für eine Mindestanforderung. Ich habe mich bemüht, im Parteiprogramm, da komme ich später nochmal drauf, genau aufzuschreiben, unter welchen Umständen wir dann wieder eintreten könnten. Und das kann man in einem Satz zusammenfassen. Wenn die NATO glaubwürdig wieder wird, was sie einmal angeblich war, nämlich ein Verteidigungsbündnis. Wenn man das heute sagt, das Wort Verteidigungsbündnis, dann lachen Sie von ganz alleine, da muss ich gar nicht mehr grinsen. Ja. Finanzmafia. Ist die größte und wichtigste. Größte und wichtigste. Danach kommen die Medien. Die sind die großen Enabler, sagt man so schön auf Deutsch. Ne? Die Möglichmacher. Ja? Dann kommt die Energiemafia. Oh, eine tolle Nummer, da gucken wir noch drauf. Dann Rüstung und Pharma, das ist schon was Kleineres und auch was Bekanntes. Dass das nicht so toll ist, das gibt es nachher alles im Internet. Da können Sie da runterladen. Wie Sie es nicht mehr sehen können. Finanzkrise. Jetzt gucken wir das mal an. ESM, eingesetzt 8. Oktober 2012. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Sie können im ESM-Gebäude in Brüssel einen Raum einrichten, da kleine Kinder reinschleppen, die vergewaltigen und anschließend zersägen. Und niemand kann Ihnen am Zeuge flicken. Niemand darf da rein, die Polizei darf da nicht rein, die darf nicht ein Dokument da drin beschlagnahmen. Und die Gouverneure, das sind die Finanzminister der angeschlossenen Eurozonenländer, sind straffrei. Schäuble hat mit dem ESM seine eigene Straffreiheit organisiert. Dass das nicht in Ordnung sein kann, ist jedem klar, wenn er es hört. Das Problem ist, für einige von Ihnen ist das neu. Und da frage ich mich, ob wir noch eine Demokratie sind. Wenn etwas so wichtig ist, hier neu ist, die sind alle politisch interessierte Leute, dann kann etwas auch mit ihren Medien nicht stimmen, nicht nur mit den Deutschen. Gut, was macht die EZB? Ankauf von Schrottpapieren, unkontrolliert, unbegrenzt, unbedingt. Ja? Dieser Mann wird am Ende seiner Karriere, wenn die Dinge gut laufen, für Europa im Knast sitzen. Das ist keine Frage. Was war sein voriger Arbeitgeber? Goldman Sachs. Bravo. Genau. Goldman Sachs. Finanzmafia hat einen Namen. Ja? Mindestens einen. Jetzt die EZB. Niedrigzinsen, Geldschwemme. Entwertung. Wo ist der letzte Zinssatz? 0,05%. Ne? 0,05%. Entwertung von Lebensversicherung, Sparguthaben, Bedrohung der Gesamtwirtschaft. Interessiert die Herren gar nicht, denn sie verdienen ihr Geld mit einer virtuellen Wirtschaft. Wer zahlt das? Sie. Und unsere Bevölkerung über Steuergelder. Ich habe einmal geschrieben, in einem längeren Aufsatz und das analysiert, das sage ich hier gerne nochmal, das ganze Euro-Modell ist nichts anderes als ein riesiges Betrugsmodell der Finanzmafia, die es nicht geschafft hat, an die persönlichen Gelder kleiner Leute heranzukommen, weil die nun mal nicht an der Börse spekulieren. Das haben die bitter gelernt. Über Steuergelder schaffen die das jetzt. Ein genialer Trick, muss ich Ihnen lassen. Super genial, nur natürlich voll kriminell. Problem, wo kein Richter, da kein Knast. Finanzmafia als Zentralmacht, Diebstahl als Grundprinzip moderner Politik. Und jetzt gucken Sie sich das an. Zinssystem mit eingebauter Währungsreform. Jeder Anfänger in der Zinsrechnung kann Ihnen klar machen, dass Zins und Zinseszins irgendwann zum Währungscrash führen müssen. Das geht gar nicht anders. Wenn man das aber weiß, warum macht man das dann? Ob Ihnen das in der Konsequenz so jetzt klar ist, weiß ich nicht ganz genau. Glauben Sie es einfach, gute Doktoren, Mathematiker, ein ganzer Kreis von Leuten,
mit dem ich mich darüber beraten habe in Deutschland, hat mir das so eindeutig vorgerechnet. Da kann ich auch dem Cem nochmal Adressen geben, dann kann er die hier einladen, dann führe ich ihnen das vor und dann fällt ihnen die Kinnlade runter. Das kann man gar nicht glauben, wie offensichtlich das ist. Fiat Money ist die private Geldschöpfung mit eingebautem Inflationsbeschleuniger. Wie funktioniert das? Sie kaufen einen Polo, leihen sich 10.000 Euro, die Bank hinterlegt eine kleine Summe, 4-5% oder sowas, bei der Deutschen Zentralbank, in Deutschland ist das so, und den Rest des Geldes hat sie erfunden. Und das Tolle ist, wenn Sie heute einen Banker ansprechen, habe ich vor ein paar Monaten gemacht, durch diesen Vortrag gehalten und einen ähnlichen Vortrag, und der Banker war dabei. Warum? Der hat da gesponsert für die Veranstaltung. Ups. Hat er der Versammlung gesagt, sowas kannst du mich gar nicht, meine Bank macht das nicht. Das fand ich natürlich relativ lustig. Das hat sogar übrigens in Frankfurt, da gibt es einen tollen Anwalt, Scharf oder Scharf heißt der, der legt sich dann mit den Banken in Frankfurt an. Und der hat das dem obersten Vorstand der Deutschen Bank vor ein paar hundert Bankern geladen, der hat in der öffentlichen Versammlung auch gesagt, und da hat der Fitschen genau den gleichen Spruch gemacht, wir machen das nicht als Deutsche Bank. Da haben wir ein paar gelacht und der Anwalt natürlich auch, der hat Tränen gelacht, der fand das total komisch. Und das ist offenbar ein Spruch, auf den sie sich geeinigt haben, dass sie den machen. Und dann gibt es ganz clevere unter den Zuhörern, die fragen, ja, wie buchen die das denn? Wow! Also ein Banker, der vor einer Woche mich das gefragt hat, ein Banker, dem habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie stellen hier schlaue Fragen und ich glaube, Sie kriegen das alleine raus, wie das bei Ihnen läuft. Dann, es dreht sich um eine permanente Wohlstandsumverteilung von fleißig nach reich. So sieht's aus. Das ist ein Spruch, den habe ich mir von Zuhörern sagen lassen. Absolut klasse, das stimmt. Warren Buffett hat, das kann man nachgucken, gesagt, wir gewinnen soeben den Klassenkampf. Weil den mag ich eigentlich. Der ist ein echt nettes Arschloch. Ja? Weil er in der New York Times ein kleines Editorial geschrieben hat, das war überschrieben, können Sie auch gut, Stop Coddling the Rich. Hört auf, mit den Reichen zu kuscheln. Das kann er sich leisten, weil er den ganzen verdammten Laden einschließlich New York Times in der Hand hat. Ja, mit seinen Kumpels. New York Times ist hochverschuldet, Familie Sulzberger. Ist noch eine von den besseren. Und wer dies nicht versteht oder verdrängt, diese Dinge hier oben, der versteht die gesamte moderne Politik nicht. Das ist ein Problem, weil sie Finanzmafia getrieben ist. Und er versteht auch nicht, wie er sich und andere schützen kann davor. Er muss rausgehen, sowieso aus den Finanzwerten. Er muss in Sachwerte gehen. Und vor allem muss er in solche Sachwerte gehen, die nicht an Wert verlieren können, großartig, wenn es zum Crash kommt, möglichst Dinge, von denen er leben kann. Wir ahnen, es trifft vermutlich die Reichen härter als die Armen. Wenn es aber ums Hungern geht, macht das mit Reich und Arm irgendwie keinen Spaß mehr. Dann würde man doch lieber als Reicher viel verlieren, aber jedenfalls zu essen haben, gell? Also ist das alles theoretisch. Und natürlich blockiert ein Unverständnis der Art, wie wir ausgenommen werden, jede Gegenreaktion. Man kann da nicht wirksam reformieren. Und hier ist interessant, ein netter Freund von mir, Holger Stroh, kann ich nur darauf verweisen, hat in einer etwas obskuren kleinen Monatszeitung, Raum und Zeit heißt sie, glaube ich, aus Süddeutschland, München, hat er einen tollen Aufsatz veröffentlicht über die Verquickung der Anteilseigner großer Medien mit der Finanzmafia. Das muss man wissen. Und dann versteht man, warum unsere großen Medien der Bevölkerung dieses Kernthema unserer heutigen Politik nicht mehr. Jedenfalls nicht wahrhaftig natürlich. Allerhand Schmonzes hören wir. Welche Platten hört Herr Draghi? Welche Freundin hat irgendwer? So ein Blödsinn. Das erfahren wir. Weltbankensystem. Großspekulation mit staatlicher Rettungsgarantie. Die Ratingagenturen sind ungefähr das Korrupteste, was Sie sich vorstellen können. Sie haben alle Finanzmafia-Eigentümer. Und so kommt es, dass ein Land, das total solide aufgestellt ist, eine Art internationales oder globales Nugget, Russland, mit einer 10% vom BIP, vom Bruttoinlandsprodukt, Staatsverschuldung, Deutschland zum Vergleich, wie hoch? 80. Völlig korrekt, 78 bis 80. Wir sind oben, Russland unten. Wir haben keine Bodenschätze, die haben Bodenschätze. Das heißt, wir haben Schulden und keine Bodenschätze, die haben keine Schulden und Bodenschätze. Wir unten, wir oben. Mehr brauchen Sie zu einer Ratingagentur nicht zu wissen. Es gibt auch ehrliche, kleine Ratingagenturen. Seltsam, seltsam. Die werden kaum zitiert.
Und? Feature ist fucking bitch. Ja. Also es ist einfach so, dass sie auch mit ihren Urteilen nicht so schrecklich abweichen können von den Großen. Würden sie aus dem Geschäft schießen. Mein Gott, ist das eine Welt, ja? Derivate und Termingeschäfte beschleunigen die Blasenbildung, auch von nichts anderes lebt ganz England, ganz Großbritannien. Völlig irrsinnig. Geschäftsausrichtung natürlich am potentesten Kunden. Ich sage den Menschen immer, wissen Sie, wenn Sie als Tischler eine neue Holzbearbeitungsmaschine brauchen und marschieren jetzt mit angekauten Nägeln zum Banker und wollen einen netten kleinen Kredit haben, den Sie garantiert auch abzahlen können, weil Handwerk sich immer noch rentiert, meistens, dann sagt der Banker, mein Gott, rutschen Sie mir den Buckel runter, dieser Termin kostet mich Zeit. Ich verdiene mit Ihnen nichts. Ja? Und wenn Sie pleite machen, ist auch das bisschen noch weg. Was soll das? Hauen Sie ab. Ja. Die freie Wirtschaft, gerade auch die mittelständischen, die kleinen Mittelständler, kriegen kein Geld mehr von einer Finanzmafia, die ja mit staatlicher Rettungsgarantie an Derivaten und Termingeschäften viel mehr verdienen kann. Und zwar in Echtzeit. Hunderttausende von Buchungen in Bruchteilen von Sekunden. Heute wird in Frankfurt an der Börse verhandelt, wie lange sind die Kabel meines Servers zum Zentralrechner. Davon hängt nämlich ab, ob ich die Daten schneller kriege als jemand anderes. Und deswegen haben die schon eine Schiedskommission gegründet für diese Kabelfrage. Das ist völlig irre, aber so läuft das. Ja? Großkorruption an allen Börsen und Institutionen. Die Eurozone, ich habe es schon kurz erklärt, ist Diebstahl als Prinzip. Wir müssen klar sagen, die war systematisch unfähig zur Währungsunion. Bei der Euro-Einführung hatte es vorher 17 Kursanpassungen in 13 Jahren gegeben. Und dann hat man die Schwankungsbreite auf plus minus 15% erhöht. Und damit ist man in den Euro gegangen. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so genau mitbekommen. In meiner Familie hatten wir einen hochkarätigen, in Deutschland bekannten Fachmann für den Währungshandel. Der war immer so skeptisch, aber er hat mir nie genau erklärt, warum. Das war einfach ein Generationenverständnisproblem. Das war blöd. Aber wir können eindeutig sagen, wer auf einer so beschissen dünnen Grundlage etwas so Wichtiges wie eine Währungsunion macht, kann doch kein ehrliches Interesse haben. Das muss ein Betrüger sein, anders geht das gar nicht. Das wäre ungefähr so, als würden Sie versuchen, mit einem Nullerzeugnis Medizin zu studieren in Deutschland. Ja? Also mit Sechsen, bei uns in Deutschland sind das Sechsen. Das geht nicht, oder fünf. Die würden Sie lachen. Ja? Und mit einem so üblen Vorlauf eine Währungsunion macht man nur, wenn man mit dieser Währung betrügen will. Worum geht's? Diese Banken haben sich unendliche Milliardenbeträge verdient mit Krediten an marode Partner, mit Überbrückungskrediten, mit Hilfen, alles schön über diese Banken gelaufen. Beratungshonorare von hunderten Millionen Dollar bei Goldman Sachs und anderen, nur allein im Fall Griechenland und. Muss ich gar nicht alles hier runterbeten, wissen Sie. Wechselkursmechanismus 2, das war der letzte Zustand, als letzter solider Zustand, hat Hankel immer gesagt, aber ich glaube, dass der Zustand vor einem großen Verbrechen nicht verantwortungsvoll als letzter solider Zustand bezeichnet werden kann, auch wenn er in sich tatsächlich solide ist, weil es eben Einzelwährungen möglich war, Kursanpassungen vorzunehmen. Griechenland geht heute pleite, weil es diese Anpassungsmöglichkeit nicht hat. Frankreich hängt an der Kippe aus dem gleichen Grund. Das wären es gewaltige Abwertungen, die Schulden würden sanft erledigt auf diese Weise. In anderthalb Jahren wäre Griechenland saniert, raus aus den Schulden, wie Argentinien vor ein paar Jahren. In anderthalb Jahren, nachdem es abgewertet hat und hat sich an die Vorgaben der Weltbank nicht mehr gehalten. Euro ist ein Zinstransferinstrument. Jetzt kommt etwas, was unsere Konservativen sehr stark ärgert. Euro als Schuldentransferinstrument. Nicht? Und das nennt man dann ein neues Versailles. So sieht das aus. Was haben die USA? Ein Doppeldefizit aus Budget und Leistungsbilanz. Sie müssten jeden Tag mindestens 6 Milliarden US-Dollar Neugeschäft jeden Tag in dieser Währung generieren. Nicht? Daher die Kanonenbootpolitik, rechnet in Dollars ab und so weiter. Und daher der Schock. Wenn Frankreich und Türkei plötzlich erklären, wir gehen da raus. Oder im Jahr 2012, Japan und Südkorea, beide, binnen eines halben Jahres erklären, wir machen Teile unseres China-Handels nur noch in Yuan und südkoreanischer oder japanischer Währung. Für Amerika nicht zu verkraften eigentlich, auch nicht zu akzeptieren. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, wie soll Amerika der Welt erklären, dass sie jetzt Tokio bombardieren? Das ist die Medienkorruption, Verflechtung weltweit. Bertelsmann da drin. 5, 6 Konzerne haben den Laden in der Hand. Finanzmafia mittendrin. So sieht das aus.
Glauben Sie ja nicht, diese Konzerne haben auch nur eine Sekunde Zeit, bei Vorstands- oder Aufsichtsratssitzungen sich zu überlegen, dass ihnen am Herzen liegt, vordringlich Sie und mich gut zu informieren, wie im Leben. Kohle, darum geht's. Wie macht man die mit Anzeigen? Wer bezahlt die? Guten Morgen. Dann kommt eine Bertelsmann. Allein Bertelsmann, was das für eine Krake ist. International hat den größten Buchverlag in den USA gekauft, Random House. Und es gibt Springer und Korruption bei den Journalisten. Ein super Teil, Neues aus der Anstalt oder so ähnlich. Wer das kennt, der weiß Bescheid, wie das ist, wenn einzelne Journalisten die Institutionen beraten, persönlich beraten gegen Geld, über die sie dann in ihrer Zeitung schreiben. Faszinierend, das läuft. Bittner von der Zeit war ein Name, der genannt wurde. Und das natürlich ist sozusagen ein Grundpfeiler des Funktionierens der Finanzmafia. In Österreich kann ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, die ist bewiesen, habe ich auch veröffentlicht. Da wurden vor der Euro-Einführung, um die Bevölkerung zu einem Ja zu bringen, Anzeigen geschaltet in allen großen Zeitungen. Die haben sich einen riesen goldenen Nase dieser Vor-Euro-Zeit verdient, aber, ein wichtiges Aber, diese Anzeigen waren redaktionelle Beiträge von den üblichen bekannten Journalisten geschrieben. Für den Euro wurden aber als Anzeigen bezahlt und waren natürlich für den Euro. Eine österreichweite Riesenmedienbetrugsaktion zur Einführung des Euro. Und das Ding ist belegt. In Deutschland kann ich das nicht belegen. Ich habe dazu aufgerufen, auf meiner damals noch kleineren Website, vielleicht soll ich es nochmal machen, nach Augenzeugen und Whistleblowers und solchen Leuten, die mir da was erzählen. Da muss in Deutschland was gelaufen sein. Glaube ich gar nicht. Das ganze dumme Geschreibsel zum Euro kann nur zutiefst verlogen und gekauft sein. Anders sehe ich die Möglichkeit nicht. Das ist durch die Realität nicht gedeckt. Energiemafia. Sehr wichtig. Doppelankündigung für die Finanzmafia. Warum? Die achtet mit ihren Mafia-Freunden von den Energiefirmen darauf, dass alles schön in Dollar abgerechnet wird. Sodass der Laden insgesamt gut beieinander bleibt. Und so läuft das auch. In den Top 10 sind 3 Amerikaner, 3 Russen, 2 Chinesen, einmal Frankreich, einmal UK. Kein Deutscher. E.ON ist Nummer 36. Und wie sieht E.ON aus? 132 Milliarden Umsatz 2012. Und das nächste ist fast ein Drittel, also vielleicht 40% so groß, 53 Milliarden in 2012. Das ist RWE. Und dahinter ist wieder nur 40% von RWE, sodass man also sieht einen Deckenkopf und dahinten noch ein paar kleine. Und glauben Sie mir, es ist ganz leicht, dass die Herren sich an einen Tisch setzen und deswegen ist Energie in Deutschland so billig. Ne? Ja. Das Vorgehen. Absprachen, Spekulation, Marktmacht, Diversifizierung, was viele nicht wissen. Wir haben eine Technologieunterdrückung, die funktioniert in den USA noch. Wer da freie Raumenergie in Maschinen basteln will, kann ums Leben kommen als Wissenschaftler. Fragen, und hier auch, genau, auch als Siemens-Techniker kann man plötzlich Besuch kriegen und dann ist die Glühbirne eben nicht fünfmal so lebensstark wie möglich. Das war schon in den 50er Jahren. In den 50er Jahren, der Fall steht bei Wikipedia. Das muss man erst mal schaffen. Bis hin zum Mord. Es werden Firmen, Beteiligungen und Patente gekauft, persönliches Wissen vom Markt gefischt. Das ist ganz wichtig. Beeinflussung von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Wir haben noch keine freie Wissenschaft mehr in Deutschland. Und anderswo. Super Vortrag von einem tollen Wissenschaftler bei der AZK-Konferenz in Österreich. War ich dabei, habe nicht alles gehört, aber völlig klar. Unterdrückung kritischer Literatur. Selbstverständlich Unterdrückung unabhängiger Forschung, um andere Wege beschreiten zu können. Nichts geht mehr. Gesetzliche Regelungen und Forschungspolitik durch korrupte Politiker runden die Herrschaft ab. Flucht nach vorn in den Krieg. Wer dieses Papier Joint Vision 2020, leider immer noch nicht übersetzt ins Deutsche, nicht gelesen hat, weiß eigentlich gar nicht, wie US-Politik funktioniert. Da steht genau drin, wie sie ihre Full Spectrum Dominance, also die Beherrschung der Welt über das ganze Spektrum. Das ganze Spektrum, meine Damen und Herren, ist das ganze Spektrum, die ganze Gesellschaft, Medien, NGOs, alles wird beherrscht. Ich bin wahrscheinlich nur ein putzdummer Verschwörungstheoretiker, gell? Aber die Praxis können Sie hier nachlesen. Ja? Krieg als Geschäft kennen wir, aber Sieg ist nicht mehr unbedingt nötig. Das Modell Großbritannien in Indien, eine Verwaltung,
die in der Unterdrückung Indiens so genial ist, dass die Nachfolger aus Indien das nachmachen. Das wird heute nicht mehr gemacht, ist einfach zu aufwendig. Chaos reicht aus. Chaos in Libyen, das Öl wird einfach abgezapft. Chaos in Syrien, Öl und Gas einfach aus. Das ist das neue Modell, Chaos. Einer der wichtigsten Journalisten in der Asia Times, auf Englisch, P.P. Escobar, nennt die USA the Empire of Chaos. Und das ist ein Mann, von dem amerikanische hochrangige Geheimdienste sagen, der hat es begriffen. Was haben Sie gesagt? Empire of Chaos. Of Chaos. 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 So. Chaos lag aus, Krieg als Geschäft ist nur alte Sache, als Dauerzustand. Das hat so richtig Bush eingeführt. Was viele übersehen ist, dass unser lieber, der nette Saxophonspieler, der so gern Frauen anmacht, dieser unheimlich süße Bibi, ja, Clinton, der hat im ein Jahr bevor Wahlen waren, auch so ein Projekt für ein neues Jahrhundert angezettelt, das sich ganz ähnlich liest wie später das PNAC, Project for a New American Century von den Bush Creek Freaks. Ja? Das ist Tatsache. Kann man googeln. Die unterscheiden sich gar nicht. Politiker, die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Frank Zappa hat das gesagt. Jo. Orchestrierter Einsatz aller Institutionen, NGOs, aller Medien global. Das ist Joint Vision 2020. Vorläufer war 2010 und das hat man dann um ein Medienkapitel ergänzt, Anfang dieses Jahrhunderts. Und fertig. Kriegs in allen Rechts- und Eskalierungsstufen. Ich habe noch Terrormanagement beschrieben, das ist schon veraltet. Wir haben jetzt Staatszersetzungsmanagement. Stichwort Syrien, Libyen, jetzt kommt der Irak dran, Afghanistan geht gerade den Bach unter. So sieht das aus. Es gibt einen negativen Ausblick. Die historische Erfahrung zeigt, da steckt sie drin. Grundsätzliche Lösungsansätze sind fast immer das Ergebnis eines totalen Zusammenbruchs. Dann kommt was ganz Neues, sodass Sie in dieser netten Kabarettsendung übrigens die gleiche wie über den Journalismus, den Korrupten, der nette Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, gesagt hat, ja, aber kann man nicht die Lösung dann schon vorher machen? Ja, wenn die Welt so funktioniert, dass die Leute von A nach B denken und dann auch machen, wäre das möglich. Aber dieser Mumpitz, den wir heute erleben, diese wahnsinnigen Zeiten, leben davon, dass wir nicht handeln, nachdem wir erkannt haben. Das ist das Allerwichtigste. Davon leben die Verbrecher, die Sie und mich ausnehmen. So banal ist das. Wir handeln nicht. Also die Kernfrage, muss der Zusammenbruch erst kommen? Und jetzt kommt dann eben das Nachdenken vom Hörstel. Nachdem ich also nun 50 Jahre lang mich mit Politik beschäftige, im Alter von 9 Jahren habe ich angefangen, ist mir klar geworden, entweder schaffen wir es, mehr Ethik in die Politik zu bringen, oder wir werden die Politik nicht ändern. Denn irgendein anderer Politikeinsatz oder Ansatz wird im Allgemeinen korrumpierenden und bereits korrumpierten Hickhack untergehen. Entweder Sie machen es auf gut Latein totaliter, aliter, ganz anders, oder Sie machen es nicht, dann wird es nicht gewinnen. Es wird sich nicht durchsetzen gegen diese weltbeherrschenden Kräfte. Die haben so viel Morde auf dem Gewissen, so viel Leid, Blut, Tod, Unterdrückung. Ein paar mehr oder weniger gehen denen wirklich irgendwo vorbei. Das kratzt die gar nicht. Wir müssen uns was ganz Neues überlegen. Da habe ich 7 Kriterien aufgeschrieben, darüber kann man natürlich lange debattieren. Reform des Finanz- und Geldsystems als erstes, klar, das ist nach der Analyse, was sind die schlimmsten Mafiosi. Dann Euro-Ausstieg, klar, Stopp von Korruption und Verkrustung, Ende aggressiver Außenpolitik, Reform des Parteiensystems, klar. In der deutschen Verfassung steht, Parteien, wortwörtlich, wirken an der politischen Willensbildung mit. Da steht nicht, dass sie den ganzen Laden beherrschen und jede andere Partei durch den Verfassungsschutz und andere kleine eingeschleuste Geier unterwandern und unterdrücken. Das steht da nicht in der Verfassung, aber das ist die Wirklichkeit. Allseitige Erneuerung der Staatsferne
bei Institutionen. Halleluja! Frau Merkel hat es geschafft, diesen netten jungen Herrn Weidner direkt aus dem Kanzleramt an die Spitze der Deutschen Bundesbank zu setzen. Vor 20 Jahren hätte es ein solches Geheul gegeben, überall, das wäre gar nicht gegangen. Jetzt war gähnendes Schweigen. Der Laden ist schon so kaputt, so korrupt, dass die Leute nicht mal mehr sagen. Da war aber doch noch was, war da nicht was, geht da was nicht? Fass ich nicht. Dann Reform der Sicherheitskräfte, Militär, Polizei, Geheimdienste. Ich sage Ihnen, was in den nächsten Jahren rauskommen wird. Dass bei der Deutschen Telekom oder anderswo. Oder anderswo. Möglicherweise ein Büro ist, irgendwo angesiedelt, aber mit solchen technischen Möglichkeiten ausgerüstet, um Leute, die dieses bisherige System mit der Finanzmafia nicht mehr mittragen wollen, an ihrer geordneten Kommunikation, Internet, Telefon und so weiter zu hindern. Ich habe jetzt mit einer ganzen Reihe von namhaften deutschen Dissidenten gesprochen. Alle klagen über die gleichen Aussetzer, Abschaltungen, Pipapo, Telefonatsunterbrechungen. Als ich ein Problem mit dem iranischen Rundfunk hatte, werde ich nie vergessen, mit meinem netten Partner vom deutschen Service. Das mussten wir klären, das war richtig wichtig. Wurden wir nicht weniger als 10-mal unterbrochen. In diesem einen Gespräch. Nicht vorher, nicht nach. Zurzeit, wenn ich auf meiner Facebook-Seite zu posten, von zu Hause aus, nicht hier im Hotel, interessant, interessant, habe ich alle 60 bis 90 Sekunden eine Abschaltung meiner Facebook-Seite. Entweder schaffe ich es bis dahin, meinen Scheißtext hochzuladen, oder ist er nicht hochgeladen. Ja. Das kann nicht wahr sein. Ja? Das kann nicht wahr sein. So, und ich sage, wenn von diesen Punkten, von diesen 7 Punkten, 2 nicht erfüllt sind, dann scheitert dieser Neubeginn. Das heißt, einen können sich leisten. Wir überlegen, welchen lassen wir wegfallen. Und Sie werden sehen, das ist alles total wichtig. Aber einen weiß man, das kann man schaffen, wenn man das später angeht oder verschiebt oder sonst. Das wäre möglich. 2 nicht drin, dann scheitert das ganze Thema. Das ist meine Prognose. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Die Lösungsansätze sind Ende aggressiver Außenpolitik nur durch eine politische Umwälzung in den NATO-Staaten, vor allem in den USA. Es wird ohne das nicht zu machen sein. Finanzmafia und Politik sind existenziell, traditionell. Seit 100 Jahren haben wir dieses private Geldschöpfungssystem, seit 1913 durch den Wilson Act in den USA. Die Welt ist dahin gekommen, wo sie jetzt steht, mit diesem Ekelsystem. Und das kann man nur ändern, wenn man die Regierung ändert. Das muss uns klar sein. Wie ändert man Regierung? Es geht bei uns immer noch durch Wahlen. Das dürfen wir nie vergessen. Ein paar von unseren kritischen Szenetypen sagen, ach, Parteien, das finde ich alles doof. Ja, habe ich manchmal das Gefühl, diese Freaks sind auch Plan B der Finanzmafia. Denn es geht nur mit einer Partei im Parlament. Und das ist auch richtig so. Denn wenn es nicht so ginge, dann könnte ja die Finanzmafia diskret und wegen ihres größten Büros und der meisten Mitarbeiter den ganzen Laden sowieso leiten. Ja? Da sagt mir jetzt einer ganz schlau, tun sie ja eh. Ja, stimmt, aber ohne einen rechtlichen Rahmen. Und der rechtliche Rahmen steht ja noch. Obwohl die Rechtswirklichkeit, wie man so schön sagt, als Jurist, der ich nicht bin, die ist eben eine andere. Ja? So, politische Umwälzung kann nur gehen von unten nach oben. Aber das kann ich Ihnen schwören und garantieren, auch in der Schweiz. Es gibt hier jede Menge Leute in der Wirtschaft, auch ganz oben, die wissen längst, dass dieser Laden vom Tode gezeichnet ist, wie er da steht. Das wissen die. Die suchen nach Auswegen. Ich habe mich da intensiv in Deutschland mit tollen Leuten unterhalten können. Die sind aber genauso frustriert an der Realität und an den Menschen, viel menschliche Enttäuschung, auch kleinteilige Faktoren. Mein Gott, eine so wichtige Sache, Leute, die Milliarden bewegen können und jammern, weil ein eingesetzter Büroleiter als erstes seine Ehefrau als Sekretärin eingestellt hat. Daran ist das gescheitert. Ich fasse es nicht. Und jetzt wollen sie nicht mehr investieren. Wohin haben sie sich übrigens abgesetzt? In die Schweiz. Bravo. Politische Umwälzung von unten nach oben, nur sachlich und menschlich erfolgreich bei einer ethischen Ausrichtung. Das ist völlig klar. Es gibt einen wunderbaren, von den alten Mayas, gibt es einen wunderbaren Aufsatz. 2012 kam der raus. So einem alten Meier. Und der hat gesagt, der Westen ist einfach viel zu flitzig im Kopf. Die haben ja tausend Ideen, die quatschen uns zu. Leute, ihr seid kulturell nicht in der Lage,
euer Wollen und euer Streben auf einen einzigen Begriff zu bringen. Sowas lese ich nicht zweimal, da lege ich mich so lange flach, bis ich eine Lösung habe. Also ich habe 48 Stunden gebraucht und fand Ethik. Überlegen Sie sich das, wie das bei Ihnen ist. Wie auch immer es ist bei Ihnen, überlegen Sie sich Ihren Begriff und gehen dem nach. Fokussierung. Danke, liebe Mayas, das ist ein toller Satz. Und nur international gemeinsam durchsetzbar. Und deswegen bin ich im Moment noch nicht für den EU-Austritt Deutschlands. Weil ich meine, wenn es gelingt, in irgendeinem EU-Staat, egal welcher, sich zu ändern und was Neues zu machen, dann wird er sich als allererstes nach Europa bitte umschauen und konstruktiv, langsam, nicht mit dem Holzhammer, versuchen, partnerschaftlich zu diskutieren und zu sagen, Jungs, müsst ihr das weitermachen? Wer zwingt euch? In welchem Gesetz steht die Vorherrschaft der Finanzmärkte? In keinem. Das ist es. Und ich weiß, dass es auch in der Schweiz und in Österreich genügend Interessenten gibt, um eine solche Mittelpartei oder wie auch immer sie heißt, völlig egal. Chinesischer Regenbogen, völlig wurscht. Sie muss nur wirksam sein im Kern gegen das, was jetzt ist. Das ist die Hausaufgabe. Herzlichen Dank.